Seit Jahren stehen sich die Pendler und viele Reisende morgens die Beine in den Bauch. Ob es im Winter stürmt und schneit oder es im Sommer brütend heiß ist, teilweise steht man vergebens am Bahnhof, denn die Züge fallen aus. In den meisten Fällen, wir reden von etwa 86%, sind die Züge verspätet. In der Regel sind entgegenkommende Züge oder das Gleis ist noch belegt die Gründe. Es klingt wie Hohn. Die Lebensader auf die Insel spielt sich zum Teil auf einer einspurigen Gleisstrecke ab, die Anlagen scheinen veraltet. Fällt ein Zug auf dieser Strecke aus, dann kann es zu stundenlangen Verzögerungen kommen. Doch die Rettung aus der Situation schien in Sicht, ein zweispuriger Ausbau der eingleisigen Bereiche. Leider wurde dies nun von der Bahn gekippt. Das heißt, die Bahn entscheidet das nicht wirklich. Es ist der Bund und damit das Verkehrsministerium. Der Abschluss neuer Baufinanzierungsvereinbarungen ist auf wenige Maßnahmen beschränkt, insbesondere solche mit Hochleistungskorridor oder Bestandsnetzrelevanz, hat Wissing seinen Länderkollegen jetzt etwas umständlich mitgeteilt. Mit anderen Worten, aus die Maus. Stattdessen kann das Geld vom Bund sinnvoller angelegt werden. Der Bund der Steuerzahler kritisiert in einem aktuellen Schwarzbuch die Verschwendung öffentlicher Gelder. Ein besonders fragwürdiges Beispiel ist das geplante Luxusfahrradparkhaus am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Mit Kosten von über 15 Millionen Euro für 1340 Fahrradstellplätze. Das entspricht mehr als 11.000 Euro pro Platz. Erscheint dieses Projekt als überteuerte Investition. Während hier Millionen in ein hochmodernes Fahrradparkhaus fließen, werden gleichzeitig wichtige Infrastrukturprojekte wie der dringend benötigte zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Niebel und Westerland auf Eis gelegt. Diese Diskrepanz zwischen Luxusprojekten und vernachlässigter Grundinfrastruktur wirft Fragen zur Prioritätssetzung in der Verkehrspolitik auf und zeigt, wie öffentliche Gelder oft fehlgeleitet werden. Der Kieler Verkehrsminister Klaus Madsen steht vor dem Bahngipfel unter Beschuss, obwohl ihn kaum eine Schuld trifft. Wir sind gespannt, was bei diesem Bahngipfel am 15. Oktober in Niebel entschieden wird. Wenn etwas entschieden wird. Wenn ihr mehr über die Insel erfahren wollt, abonniert unseren YouTube-Kanal oder schaut uns im Kabel TV.